Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder einschaltest. Wie du hier sehen kannst, bin ich für den Black Bull Award 2022 nominiert. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Würde mich das sehr freuen, wenn du hier eine Stimme für mich abgibst. Ja, und lass uns das Ding in die BTC Moneymaker Community holen. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum. Wir gehen direkt rein in die Chartanalyse, weil es tut sich ja jetzt hier wieder einiges bei Bitcoin. Und deshalb starten wir direkt rein mit Bitcoin, Ethereum und den ganzen Krypto-News, die du unbedingt brauchst für diese Woche. Let's go! Gut, also starten wir direkt rein. Wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart bei Bitcoin. Und wie du ganz gut sehen kannst, ja, hatten wir hier einen Breakout-Versuch in der Nacht. Und ich habe ja auch gestern im Livestream gesagt und auch im gestrigen Update-Video, dass es sehr wichtig wird, dass wir diese Hochs hier hinter uns lassen und diese hier durchbrechen. Ja, genau das haben wir auch geschafft, aber wurden hier sehr, sehr stark wieder abverkauft. Und jetzt kommt nämlich genau der springende Punkt da an dieser ganzen Stelle. Und zwar haben wir wieder einen 4-Stunden-Close unterhalb diesen Hochs gehabt. Ja, also unterhalb von 21.887 Dollar hatten wir hier diese 4-Stunden-Candle dann wieder geschlossen. Das ist jetzt nicht ein allzu gutes Zeichen für unseren Bitcoin-Preis. Das bedeutet, ja, wir sind hier sehr stark nach oben gepumpt, erstmal kurzfristig, und wurden dann aber auch wieder auf dem gleichen Niveau hier wieder sehr stark abverkauft. Das sieht man dann auch immer gut auf dem 1-Stunden-Chart. Wenn man sich das nämlich hier anschaut, das bedeutet, wir hatten hier eine sehr starke impulsive Candle, und zwar genau um 3 Uhr, also eine Stunde nach unserem Daily Open. Ja, und haben die Asiaten den Kurs hier sehr, sehr stark nach oben gebracht und nach oben gedrückt, um das Ding dann aber gleichzeitig wieder hier nach unten hin abzuverkaufen. Also dieser Move wurde komplett wieder kompensiert und wir traden jetzt hier wieder am Ausbruchsniveau. Jetzt ist es aber im Moment so, dass wir uns relativ gut halten können, und zwar hatten wir dann hier die Chance den Bären gegeben, dass wir das ganze Ding hier unter unsere wichtige Supportlinie hier nach oben hin durchbrechen. Wenn man so will, hat man hier auch sowieso ein Ascending Triangle, was jetzt auch nach oben hin ausgebrochen ist, ja. Aber diese Supportlinie ist jetzt eine ganz wichtige, denn wir haben jetzt hier kein tieferes Tief gemacht auf dem 1-Stunden-Chart. Und jetzt wird die Sache natürlich sehr spannend und interessant, was dann wieder bei 21.887 Dollar passiert. Das ganze Ding hier war komplett ein Fake-Out. Und jetzt wird die Sache sehr spannend und interessant, wenn wir hier wieder hochkommen auf die 21.887, was dann passiert. Ja? Ob wir dann hier nochmal abgelehnt werden möglicherweise und wir dann hier runterfallen, dann wäre weiterhin hier immer noch ein mögliches Bart-Simpson-Pattern durchaus denkbar. Ja? Das heißt, wir gehen hier hoch, nochmal so eine kleine Spitze, gehen dann hier nochmal ein bisschen runter, ja, bevor wir dann hier nochmal nach unten hin abfallen, Richtung 19.800 Dollar vielleicht möglicherweise nochmal, ja, und das wird dann eine sehr spannende Geschichte. Für den heutigen Tag würde ich auf jeden Fall zwei Levels im Auge behalten, zum einen hier unten dieses Tief, ja, was wir hier geformt haben, also diese 21.458 Dollar, beziehungsweise 21.460, das würde ich für den heutigen Tag im Auge behalten. Und als Widerstandszone genau diesen einen Bereich, den wir dann für heute Abend geformt haben. Ja, also das Ding hier, das bedeutet Widerstandszone 22.000 US-Dollar, kann man eigentlich fast sagen, bis hoch zu 22.360 US-Dollar. Und natürlich ganz klar die 21.887. Ja, das ist genau das Level, wo man jetzt im Auge behalten sollte. Auf unserem RSI, auf dem 1-Stunden-Chart, ist es weiterhin so, dass wir hier immer noch eine mögliche bearische Divergenz haben. Ja, wenn man sich das nämlich hier anschaut, wir haben einen steigenden Kurs, aber einen abfallenden RSI, hat sich jetzt mit diesem Fakeout so ein bisschen akklimatisiert. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier aufpassen, dass wir hier jetzt unbedingt weiter nach oben gehen. Ja, sollte das jetzt nicht der Fall sein und wir hier abgelehnt werden, dann rechne nochmal damit, dass wir weiter nach unten fallen, weil auf dem 4-Stunden-Chart, wenn man sich das Ganze anschaut, ist es im Moment auch so, dass wir hier so eine ganz leichte bearische Divergenz haben, aber jetzt eigentlich nicht der Rede wert. Normalerweise, ja, wenn man sich das anschaut, ist es sogar hier ein sehr starkes Top, möglicherweise so ein Dribble-Top auf unserem RSI, ja, auf dem 4-Stunden-Chart. Also da wird die Sache dann auch nochmal sehr interessant. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns jetzt hier erstmal unseren Daily Chart anschauen. Und auf unserem Daily Chart passiert nämlich jetzt auch was sehr Spannendes. Und zwar, wenn wir nämlich dann hier unseren RSI einfach mal hier einzeichnen und uns das hier mal ein bisschen genauer angucken, dann seht ihr, dass wir hier demnächst durchaus auf unserem Daily Chart
unseren RSI jetzt hier wieder nach oben hin durchbrechen könnten. Das gleiche Szenario seht ihr auch ganz gut auf dem Weekly Chart. Ja, das bedeutet, auf dem Weekly Chart sind wir auch hier langsam in der wichtigen Zone, wo wir davon ausgehen könnten, dass wir möglicherweise hier über unseren RSI dann drüber brechen und wir den nächsten Run-Up und den nächsten Bullenmarkt in Anführungszeichen dann durchaus sehen können. Ja. Also auch hier auf dem Weekly Chart sieht das Ganze erstmal jetzt ganz zuversichtlich aus. Und wie ihr auch wisst, haben wir uns ja hier auch unseren großen doppelten Boden angeguckt, ja, wo ich ja euch schon hier Mitte August darauf hingewiesen habe, dass wir hier möglicherweise diesen doppelten Boden reinkriegen könnten. Und im Moment sieht es zumindest Stand jetzt ganz, ganz vorsichtig ausgedrückt erstmal danach aus. Ja, also das wäre jetzt durchaus ein denkbares Szenario. Jetzt möchte ich aber mit euch nochmal auf die Hash Ribbons gehen, denn bei den Hash Ribbons ist es im Moment so, dass wir hier auch was sehr Spannendes formen. Und zwar, wie du hier ganz gut sehen kannst, ist es im Moment so, dass die Hash Ribbons hier seit Monaten wieder ein Buy-Signal gegeben haben. Und dieses Buy-Signal war genau hier an dieser Stelle, also genau hier an dieser Konsolidierungsphase, die wir hatten. Dann sind wir noch mal kurzzeitig auch nach unten gefallen, ja, und bouncen jetzt aber hier wunderbar von unserem wichtigen Support. Und da wird die Sache nämlich jetzt sehr spannend, denn wenn wir uns das nämlich mal angucken, wie die Hash Ribbons in der Vergangenheit immer fungiert haben und wie die Hash Ribbons dann hier unseren Bullenmarkt dann teilweise auch bestätigt haben, beziehungsweise dann unseren Bärenmarkt Boden uns gecallt haben, wird das eine sehr interessante Sache. Und zwar, wenn wir uns das Ganze hier mal angucken, am Dezember 2019, das war unser Bärenmarkt Low, bevor es dann hier nochmal den Corona-Crash dann hier gab. Ja, wenn wir uns das nämlich hier mal anschauen, gab es dann hier nach unserem Signal, wenn man sich das so möchte, einen Pump von knapp 54% bzw. 55%. Von knapp 54%. Das nächste Mal, wo wieder ein Buy-Signal reingekommen ist, war genau hier nach unserem Corona-Crash. Wenn man so möchte, bis zum nächsten Kaufsignal gab es dann hier auch nochmal einen Pump von knappen 55% bzw. 51%, sorry. Ja, und dann hier das nächste Mal war es auch hier in dieser Konsolidierungsphase, gab es wieder einen Pump von knappen 40%. Dann hatten wir hier die nächste Konsolidierungsphase in dieser Zone hier am 30. bzw. am 30. November und am Dezember. Und wenn man sich das nämlich dann hier mal anschaut, ja, wann es dann hier den nächsten Call gab, und es war genau hier an dieser Stelle, dann gab es einen Pump mit zum Bullenmarkt Top hier hoch Richtung 226%. Und jetzt wird es nämlich sehr spannend, denn wir hatten ja dann hier unseren Elon Musk Crash. Ja, ihr erinnert euch dran, Konsolidierung, wir sind dann wieder nach oben gepumpt und genau hier gab es wieder ein Kaufsignal von diesem Hash Ribbon Indikator. Und wenn wir uns das nämlich angucken, dann ist es im Moment so, dass genau hier oben wieder ein Kaufsignal reinkam. Wenn man so möchte, war es dann auch noch mal knappe 26%, aber bis zu unserem All-Time-High hier hoch, ja, waren es dann sogar noch mal 64%. Und jetzt wird die Sache nämlich sehr spannend, denn es gab jetzt hier seit 4. August 2021 bis jetzt, also knapp, ja, kann man eigentlich fast sagen, ein Jahr und ein Monat, gab es jetzt hier an dieser Stelle kein Buy-Signal mehr. Und genau das kam jetzt hier in der letzten Woche rein. Und da wird die Sache natürlich jetzt sehr spannend, denn das Kaufsignal kam genau hier mit diesem Drop nach unten. Und jetzt wird die Sache nämlich sehr spannend, denn wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir sagen, okay, von diesem Punkt aus werden wir jetzt, sagen wir mal, 50%, sagen wir es einfach mal ein bisschen konservativ, 50% nach oben steigen, ja, dann wären wir ungefähr bei 32.000 US-Dollar. Und jetzt schaut euch mal an, wo uns das Ganze nämlich dann hinführen könnte. Das würde uns genau hier oben rein wieder in unsere Konsolidierungsphase bringen, die wir hier hatten am 13. Mai bis zum 6. Juni, bevor wir dann hier nochmal einen Abverkauf gesehen haben. Des Weiteren, wie du hier auch ganz gut sehen kannst, ist Bitcoin im Moment am Kämpfen von einer 5-Monats-Downtrend-Linie, die hier oben beginnt. Ja, hat dann hier nochmal Widerstand gehabt und das kann uns auch nochmal ein gutes Push-Up hier nach oben geben Richtung 100er EMA. Aber was auch sehr spannend ist, wenn du jetzt aufgepasst hast, hier oben ist der 200er und der 800er EMA genau hier in unserer Widerstandszone. Auch mit dem VPVR, wenn wir uns den Ganzen mal aufmachen, ja, dann siehst du, wenn wir das hier hinter uns lassen könnten, das heißt, wenn wir die 25.000 Dollar hinter uns lassen können, dann wird es meiner Meinung nach relativ schnell Richtung 30.000 Dollar gehen, weil genau hier dann diese wichtige Volumenzone hier nochmal reinkommt. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wollte ich euch nicht vorenthalten, weil man das durchaus im Hinterkopf behalten sollte.
falls die traditionellen Märkte die Woche jetzt gut performen. Morgen kommen die Inflationszahlen für den Monat August raus. Sollten diese positiver ausfallen oder nach der Prognose ausfallen, ja, dann gehe ich sogar davon aus, dass die traditionellen Märkte einen schönen Pump dann sehen könnten. Ja, und somit dann auch unseren Bitcoin mitziehen. Und du siehst ja auch hier nochmal ganz schön. Ja, wir haben auch auf unserem Weekly Chart hier das wirklich perfekt hier wieder angetestet. Unser 0786er Fibonacci Level gab dann Support. Ja, und wir schließen immer wieder diese Wochenkerzen über diesen wichtigen Support einfach. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Level für unseren Bitcoin-Preis. Schreib es gerne mal unten rein, was du denkst. Auch von unserem RSI auf dem Weekly Chart sieht der im Moment auch ganz okay aus. Und von diesen Hash Ribbons würde mich da auf jeden Fall sehr interessieren, was du davon hältst. Dann gehen wir wieder rein Richtung Ethereum, schauen uns das Ganze nochmal bei Ethereum an. Und gestern im Livestream habe ich ja darüber gesprochen, dass wir hier jetzt zwei Szenarien haben. Und jetzt schaut euch das mal an. Ja, das habe ich vom Livestream hier stehen gelassen. Szenario Nummer 1, wir gehen hier runter auf die 1716 Dollar, sehen hier jetzt gerade auch einen Bounce, ja, wenn man das so möchte. Für Daytrader, ja, knappe 1% sind wir jetzt schon wieder im Plus, aber das wäre so das Best-Case-Szenario, was wir auf dem 4-Stunden-Chart für Ethereum erwarten können. Falls das hier nicht halten sollte, habe ich gesagt, geht es nochmal runter Richtung dieser wichtigen Supportzone und die ist im Moment bei 1685 bis 1670. Was allerdings auffällt, ist folgendes, dass Bitcoin gestiegen ist, ein Breakout-Versuch nach oben hatte, aber Ethereum hier nicht nachgefolgt ist. Ja, Ethereum hatte sich dann hier dazu entschlossen, diese bearische Candle hier jetzt erstmal noch reinzukriegen und möglicherweise jetzt hier erstmal kurzfristig gesehen unser kleines Top hier zu formen. Ja, das bedeutet, solange wir nicht über diese zwei Tops hier kommen, ne, einmal den hier, zack, und einmal den hier, wird es für Ethereum sehr, sehr schwierig werden. Und deshalb solltet ihr diese zwei bullischen Szenarien, falls wir hier nochmal runterkommen, ja, im Auge behalten, dass wir dann hier auf diesen wichtigen Support-Linien dann einen Bounce bekommen. Dann geben wir noch kurz rein und zwar schauen wir uns das Ganze nochmal an, denn es gibt wichtige News. MicroStrategy will wieder für 500 Millionen US-Dollar Bitcoin kaufen und zwar durch einen 500 Millionen Dollar Aktienverkauf. Ja, also sehr spannende Sache, deshalb die wollen hier wieder richtig massiv einkaufen. Ja, also sehr, sehr spannend, was da wieder passiert. Schreib es auch gerne mal unten rein in die Kommentare. 500 Millionen Dollar ist jetzt auch nicht allzu wenig. Ja, somit wird es hier wieder eine sehr große Aufstockung von dem HODL-Portfolio von MicroStrategy bedeuten. Auf jeden Fall sehr spannend. Dann bin ich noch nominiert, wie ich es vorhin schon gesagt habe, für den Black Bull Award 2022. Würde mich da auf jeden Fall über eure Unterstützung freuen. Wenn du hier mitmachen möchtest, Link findest du unten in der Videobeschreibung. Einfach hier auf BTC Moneymaker dann hier klicken. Vorname eingeben, E-Mail eingeben, ganz wichtig, du bekommst dann eine Bestätigungs-E-Mail, wo ein Link drin steht. Da musst du nochmal draufklicken, dass deine Stimme gezählt wird, weil wenn du hier nur auf Abstimmen klickst, dann ist es leider so, dass deine Stimme nicht gezählt wird, sondern nur, wenn du diese nochmal via E-Mail bestätigst. Also, vielen lieben Dank für deine Stimme, danke für den geilen Support und ich wünsche dir heute einen wunderbaren Start in die neue Woche und falls sich was tut, erfährst du es natürlich auf Telegram. Hau rein, bis dann! Dein Basti. Ciao, ciao.